So, herzlich willkommen zum zweiten Teil. Wir arbeiten weiter an unserer Alpha-Antenne. Im ersten Teil haben wir so den Grundsockel geschafft. Jetzt wollen wir oben diese Fläche so einteilen, diese vielen kleinen Antennen machen. Daran zeige ich einfach so ein bisschen, wie man auch mit Vielflächen etwas umgehen kann. So. Als erstes unterteilen wir oben die Fläche. Das hatten wir ja schon mit rechter Taste Subdivide oder einfach S. Jetzt wollen wir mehr Cuts machen. Das kann man dann auch einfach mal hier einstellen. Ich mache mal 5 Cuts. Dann entstehen 6 mal 6 Flächen. 36 Flächen habe ich jetzt von oben. Gehen wir da mal näher ran. Und ziehe das hoch. Da zeige ich aber nochmal einen schönen Trick, was man noch alles zur Möglichkeit hat. Ich gehe hier auf Kanten anwählen, Punkte anwählen oder auch mit der 1 und wähle mal nur den mittleren Punkt an. Die anderen werden dann von allein abgeschalten. Und GZ ziehe ich den nach oben. So sieht es jetzt nicht so toll aus. Das sollt ihr nicht machen. Mit Escape gehe ich wieder raus. Da brauche ich keine Steuerung Z. Wenn ich es noch nicht abgeschlossen habe, reicht Escape. Es gibt jetzt den Trick des Proportional Editing. Das schaltet man hier ein von Disable auf Enable. Und wenn ich jetzt G mache und Z drücke, dann kann ich in der Achse hochgehen und es nimmt quasi alle Punkte, die den berühren, ein Stück weit mit. Welche alle mitgenommen werden, bestimmt der Radius, der hier als dieser Kreis angezeigt wird. Und es gibt auch hier ein paar verschiedene Möglichkeiten, wenn es mehr so spitz sein soll, das mitnehmen oder zufällig, dann sind sie ganz unterschiedlich. Da könnt ihr auch mal rumspielen. Wäre nur schön, wenn ihr am Schluss dann sowas habt, dass ihr von da aus dann weitermachen könnt. Jetzt habe ich schon diese Fläche und will jetzt diese vielen kleinen Antennen drauf machen. Ja? Ich gehe in die Ansicht von oben mit der 7, kann mit B Box Select wählen und das mal markieren. Wichtig ist, dass du nicht im durchsichtigen Modus bist, sonst nimmst du unten Flächen mit. Wenn ich es jetzt nochmal drehe, sieht man, es hat nur oben diese Flächen angewählt. Und Box Select könntest du auch hier auswählen. Ich mache das nie, aber da kannst du es auch wieder zurückstellen, wenn du irgendwie in der Auswahl bist. Es gibt auch Circle, also als Kreis oder Lasso. Dann kannst du es da auch wieder zurückstellen zu anderer Auswahl. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eben hier in das normale Select-Modus will, kann ich es auch hier wieder zurückstellen. So, diese Flächen will ich jetzt. Ich schaue nochmal, wie da das Modell. Ah ja, da ist es so gemacht. Select gibt es natürlich auch Tools hier oben. Da hat man nochmal einige zur Auswahl. Wir nehmen Checker Deselect. Dazu muss ich also erst viele Flächen anwählen. Und hoch, Steuerung Z. Ah, ich bin bei Hung. Ich muss in den Flächenmodus gehen wahrscheinlich. Select. Checker Deselect, genau. Und jetzt macht es mir hier so ein Muster. Ich drehe es ein bisschen. Diese ganzen Drehen und Seitenansichten könnte ich natürlich auch da oben machen bei dem Gizmo. Und Extrude, Z-Achse ist schon vorgegeben. Erhalte jetzt sowas. Wenn ich jetzt S drücke, kann ich. Ah, Moment, das Proportional muss ich noch ausschalten. Das vergisst man immer gern. Das will ich ja nicht mehr. S. Und dann habe ich die so nach innen gestellt. Nochmal zum Vergleich. Wir haben jetzt hier die so nach innen gestellt. Jetzt seht ihr, dass ich hier die Spitzen so einzeln gestellt habe, damit die sich hier an den Kanten nicht mehr berühren. Das würde man ein Insert nennen.
Das kann ich hier auswählen, Insert Faces. Das ist eigentlich nichts anderes auch als Extrude und dann mit S skalieren und mach die hier kleiner. Ja, das sieht jetzt komisch aus, weil die alle schräg sind, so wie ich es haben will. Ich würde sie mal relativ groß lassen, weil die später noch eine Spitze bekommen sollen. Kann jetzt wieder auf normales Select gehen. E für Extrude, Z-Achse ist schon vor und habe jetzt sowas. Jetzt will ich die ein bisschen unterschiedlich machen, dass sie nicht alle gleich sind. Da fällt mir jetzt nichts gerade ein, als die einzeln anzuwählen. Ich kann ja auch mehrere anwählen und die mal ein bisschen ziehen. G, nicht Extrude bitte, damit das GZ, damit die, also das Z nicht vergessen, dass sie ganz genau gerade sind und nicht extrudieren, sondern wirklich mit G. Wähle wieder ein paar an. So. G, Z hoch. Wähle mal ab. Wähle mal andere an. G, Z. Das Z habe ich noch nicht, das sehe ich an der Achse. Irgendwie sowas. Was gefällt mir jetzt noch nicht? Kann man auch mal eins GZ wieder runterziehen, wenn man sagt, das wäre dann die Ansicht von vorne, die man haben will. So, dann habe ich die jetzt unterschiedlich hoch, pack mir alle diese Flächen wieder. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich würde mal in die Ansicht von oben gehen. Ich mag gern, wenn man fünfmal, jetzt ist hier noch perspektivisch, fünf in orthogonal, dass ich es genau von oben sehe, ja, und wähle die Flächen, das mache ich jetzt fast manuell, glaube ich, am schnellsten. Bleib auf der Shift-Taste und wähle mir die nochmal alle schnell an. So. Gäbe auch andere Möglichkeiten, Seitenansicht, Box Select, solche Sachen. So, jetzt habe ich sie nochmal angewählt und will sie jetzt alle gleich, weil ich diese Spitzen machen möchte. Die Spitzen sollen alle gleich lang sein, damit sie gleich spitz werden. Und dafür wähle ich Extrude. Kann ich jetzt manuell machen. Oder ich kann auch eine Zahl eingeben, wie gleich wie ich das immer will. Und mit Return. Jetzt habe ich die so. Und wenn ich jetzt Spitzen machen will, heißt es, ich muss ja die Flächen oben jeweils alle kleiner machen. Wenn ich jetzt S für Skalieren drücke und die so klein, dann gehen die nur so nach innen. Das sieht zwar auch cool aus, ist aber gerade nicht, was ich möchte. Das hilft mir in dem Moment noch nicht weiter. Es geht nämlich noch darum, wo mein Pivot Point ist. Der Pivot Point ist der Bezugspunkt für Manipulation, also ganz häufig fürs Drehen oder in diesem Fall auch für Skalieren. Auf welchen Punkt hin wird skaliert? Den kann ich hier oben auswählen. Hier, wo dieses Kettenteil gerade ist. Es soll keine Kette sein, aber sieht so aus. Und ich gehe jetzt auf Individual Origins. Das heißt, jetzt wird skaliert nicht auf die Mitte von den allen, sondern jede Fläche auf ihre individuelle Mitte hin. Wenn du jetzt wieder S drückst und da arbeitest, dann werden die da kleiner. Das kannst du jetzt bis zur Spitze machen oder vielleicht lässt du oben noch eine kleine Fläche übrig, wie du willst. So, und schon ist es fertig. Wenn ich das dann nicht vergessen, wieder zurückzustellen. Irgendwann merkt man es sonst schon, und zwar auf Median Point. Das ist das Normale erstmal. Und ich markiere alles. Komma-Taste im Nummernblock, dass man das Ganze mal sieht. Dreh es mal schön hin. Schon ist es fertig. So, das war's. Ich zeige noch einen dritten Teil, wo ich noch zeig, wie man eine kleine Animation zur Alpha-Antenne dazu macht, das ist aber nicht das eigentliche Box-Modeling. Wir können es mal rendern. Mal schauen, F12 hier. So sieht's jetzt aus. Und tschüss.